Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute gehen wir der Frage nach, wie man als Fußballer Muskeln aufbaut. Das ist eine Frage, die sehr oft gestellt wird, vor allem auch bei Spielern, die zu uns ins Training kommen. Viele von euch haben extrem viel Training und somit große Belastungen. Durch diese Trainings wird sehr viel Energie, sprich in Form von Kalorien, verbrannt. Und der Körper bräuchte aber zusätzliche Kalorien, zusätzliche Energie, damit er überhaupt Muskelmasse aufbauen könnte. Und da sehe ich immer wieder einen typischen Fehler. Ein Spieler trainiert schon beispielsweise 4 bis 5 Mal die Woche, hat dann noch ein Spiel und merkt, er ist zu dünn und ja, er nimmt nicht zu. Was dann oft gemacht wird, ja okay, man muss 1, 2, 3 Mal vielleicht noch ins Fitnesscenter oder zu Hause Zusatztraining machen. Dabei vergessen geht aber oft diese zusätzliche Kalorienzufuhr, die dafür nötig wäre. Wenn das ausbleibt, dann wirst du keine Erfolge sehen, denn durch das Zusatztraining wirst du noch mehr Kalorien verbrennen und somit kommst du deinem Ziel noch weniger näher, denn dein Körper braucht zusätzliche Energie, wie ich vorher erwähnt habe, um überhaupt die zusätzliche Muskelmasse aufzubauen. Das ist eigentlich sehr, sehr simpel und ich sehe auch viele Spieler, die mir dann sagen, ja, aber ich esse schon sehr viel und ich trainiere auch viel, das müsste doch gehen. Dann sage ich immer, nein, es kann nicht sein, du isst immer noch zu wenig. Du musst also deine Kalorien beispielsweise mal zählen. Da hat Elias auch schon ein Video dazu gemacht, Basic 1 und Basic 2, da könnt ihr schauen. Wir verlinken die unten, dort erklärt er das genau, wie ihr das machen könnt. Also, erster Schritt, positive Kalorienbilanz, so nennen wir das. Du musst also mehr Kalorien zu dir nehmen, wie du verbrennst. Das ist ziemlich simpel. Dazu rate ich dir, auch von meiner persönlichen Erfahrung, dass du immer etwas zum Essen dabei hast. Bei mir war es früher beispielsweise ein Snack mit Nüssen oder ein Proteinshake. Denn neben den zusätzlichen Kalorien solltest du auch darauf achten, dass du genügend Proteine zu dir führst. Denn Proteine sind die Bausteine für deine Muskulatur. Wenn das gegeben ist, also wenn du eine gute Proteinzufuhr hast und im Kalorienplus bist, also mehr Energie zu dir nimmst, wie du verbrennst, dann ist natürlich das Zusatztraining sinnvoll. Du musst natürlich auch irgendwie einen Reiz setzen, du musst Krafttraining machen und dann wirst du Muskeln aufbauen. Kommen wir noch zur praktischen Umsetzung. Ein bisschen habe ich schon dazu gesagt, immer etwas dabei haben zum Essen. Bei mir war es beispielsweise so, dass ich immer darauf geschaut habe, dass ich nie großen Hunger hatte, denn ich hatte anfangs auch etwas Mühe zuzunehmen und da hilft es, auf das zu schauen. Zusätzlich als Mahlzeit können wir dir beispielsweise eine große Portion Pasta empfehlen. Du kannst Schritt für Schritt die Mengen etwas erhöhen und gerade mit kohlenhydratreichen Mahlzeiten, eben wie Pasta, Reis, Kartoffeln, kannst du auch die Kalorienzufuhr schön erhöhen und es hilft dir auch, du hast dann noch mehr Brennstoff, noch mehr Energie für das Training und hast somit auch eine positive Kalorienzufuhr. Für das Frühstück beispielsweise noch, da nehme ich eine große Portion Müsli zu mir, da habe ich auch schon viele Kohlenhydrate drin, dann mit Joghurt beispielsweise auch noch ein bisschen Protein, ab und zu gebe ich noch ein bisschen Proteinpulver dazu, damit ich noch diese Zufuhr erhöhe, also da kann man mit ganz simplen Tricks vieles rausholen. Also zusammenfassend, du musst mehr essen als du verbrennst, auch ins Gym gehen oder zu Hause Krafttraining ausführen und dann wirst du deine Muskeln aufbauen. So sieht's aus. Danke dir fürs Einschalten. Wenn dich diese Dinge noch mehr interessieren, unten in der Videobeschreibung siehst du auch die Seite zu unseren Nahrungsergänzungsmitteln, sprich Supplements, die dich auch auf dem Weg zu mehr Muskeln unterstützen können. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.